Neben mir sitzt Mike Kurt, Spitzensportler und CEO von I Believe in You. Was ist I Believe in You? I Believe in You ist die erste Crowdfunding-Plattform, die sich ausschliesslich auf die Finanzierung von Sportprojekten fokussiert. I Believe in You ist gegründet worden nach den Olympischen Spielen 2012 in London. Ich war dreimal bei Olympischen Spielen mit dabei und ich habe eigentlich meine ganze Karriere ein duales System gefahren. Also ich habe gearbeitet, studiert und Sport gemacht. Und von dem her habe ich selber auch schon profitiert vom Swiss Olympic Athletes Career Programm. Und insbesondere im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2012 in London habe ich über die ADECO einen Job vermittelt bekommen, der mir eigentlich das sehr gut ermöglicht hat, Sport und Beruf zu verbinden. Nach den Olympischen Spielen bist du dann den eigenen Weg gegangen. Der hat I Believe in You gegründet. Genau, das ist richtig. Es ist eigentlich so ein bisschen unser so ganz nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Zusammen mit dem Fabi Kalt, dem Spitzenfechter, und dem Philipp Furrer, Online-Spezialist, der damals bei Swiss Olympic war, haben die Plattform I Believe in You gegründet. Das Motto war vom Sport und für den Sport. Das war die erste Crowdfunding-Plattform damals, die ausschließlich sich auf die Finanzierung von Sportprojekten fokussiert. Mittlerweile ist es ein riesiger Erfolg. Wir haben schon fast 3 Millionen Franken für den Schweizer Sport können sammeln in dieser kurzen Zeit und können über 500 Projekte finanzieren. Und das ist eine riesige Freude. Nebst dem Crowdfunding, das die Sportler sehr aktiv unterstützt, unterstützt jetzt Ellen Sprunger auch. Ja, das ist ganz klar, das ist natürlich für uns selbstverständlich. Ich habe es vorhin gesagt, von Sport und für den Sport. Sport ist unsere DNA, wir denken, wir reden und wir handeln wie Sportler. Und da passt natürlich sehr gut, jemanden wie Ellen an Bord zu halten. Ellen ist eine super Ambassadorin, aber gleichzeitig kann sie auch im beruflichen Bereich etwas. Und sie ist auch voll im Weg auf die Olympischen Spiele. Und das gibt uns eine riesige Glaubwürdigkeit für unser Projekt. Und ja, es macht sehr viel Freude. Und seit sie da ist, haben wir viel können in der Westschweiz bewegen, weil das ist ihr Job. Ihr Job ist eigentlich das Aushängeschild für die Westschweiz zu sein. Sie hat als Praktikantin angefangen, hat jetzt hier bleiben und arbeitet mit Teilzeitpensum, damit sie Sport und Beruf wirklich aufeinander abstimmen kann. Ja, ich denke, das ist wichtig. Also, das weiss ich aus meiner Karriere. Man kann beides machen, aber es braucht sehr, sehr viel, Kompromisse auf Seite des Arbeitgebers. Von dem her ist sie jetzt in einem Teilzeitpensum, ich denke, alles, was mehr als 50% ist auf, wenn man die Weltspitze sein will, unrealistisch. Und das ist ja genau das Schwierige, dass man etwas Herausforderndes und einen tollen Job findet im Teilzeitbereich. Und ich glaube, das können wir ihr bieten. Sie hat wirklich einen mega guten Job und kann das so sehr flexibel kombinieren. Gibt es ein Wiedersehen mit dem Fabian Kalter, Mike Kurt und Ellen Sprunger in Rio? Das steht im Moment noch in den Sternen. Ja, es ist schwierig, ein Pensum, das mehr als 50% ist, mit Spitzensport zu kombinieren. Mein Pensum ist über 100% und von dem her habe ich das Training zurückgesteckt. Aber wir werden es sehen, spätestens am Anfang August sehen wir, das wäre natürlich schön, wenn es zustande kommt. Und sonst hoffen wir ganz fest, dass Fabian Kalter und Ellen Sprunger sicher zu Rio sehen. Mit zwei Medaillen nach Hause kommen, ja. Genau, das wäre sehr schön, die könnten dir auch aufhängen. Ja. Gut, merci vielmals für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Alles Gute. Merci vielmals.